Wichtiger Termin im Rathaus Schneeberg für die medizinische Versorgung in und um die Bergstadt. Den Leuten im Westerzgebirge ist bekannt, das Bergarbeiterkrankenhaus Schneeberg gibt es nicht mehr. Was viele nicht wissen, der Standort ist seit geraumer Zeit eine Poliklinik. Und das medizinische Versorgungszentrum wird weiter bleiben. Bürgermeister Ingo Seifert und der Geschäftsführer der Poliklinik Chemnitz GmbH, Thomas Hohlfeld, unterzeichneten am Donnerstag einen langfristigen Mietvertrag. Gut, schreiben wir uns unter.